Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Philipp, wo sind wir heute? Wir sind jetzt am Flughafen und zwar geht es heute nach Turin, kurz und knackig gesagt. Genau. Was machen wir in Turin? Wir treffen U19-Spieler Erwin Omic von Juventus Turin und ja, wir werden ein paar Tage mit ihm verbringen, werden am Samstag ein Spiel von ihm schauen. Juve gegen also Milan. Morgen. Ja. U19 an dieser Stelle. Und am Sonntag sehen wir auch noch ein cooles Spiel. Juve gegen Inter, Kampfmannschaft. Aber das seht ihr in einem anderen Video. Der La Conte kommt auf euch zu. Daumen nach oben geben, abonnieren. Und ich würde sagen, jetzt rein in den Flieger. Leute, ihr seht, wir sind beim Juventus Turin, yes. Trainingsgelände und jetzt schauen wir Erwin beim Match heute zu. Ich bin echt gespannt, Prediction haben wir schon abgegeben, yes. Hier war es 3-0, 2-0, 3-1. Mal schauen, wie die ganzen spielen. Erwin wird sicher zerlegen und ich bin richtig hyped auf das Match. Und jetzt gehen wir mal rein. Let's go. Wirklich so hart, weil ich habe noch nie so ein Spiel gesehen von Jugendmannschaften, von solchen Top-Clubs. Juve ist, glaube ich, noch nicht draußen, aber werden auch gleich raussteppen. Dann sehen wir Erwin zum ersten Mal wieder seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren. Jetzt kommen die Juve und 19-Spieler rein und Erwin. Ich bin gespannt, ob wir Erwin gleich erkennen, aber er sollte die Mannschaft anführen, weil er ist der Kapitän, das wissen ja auch nicht viele, glaube ich. Erwin, Brate! Wow! Er wird mich so hops nehmen im Auge. Wow! Warum? Andiamo, würde man sagen. Vollgas Erwin, gut Glück, Seiten sind auf Null. Es kann nur gut gehen, es kann nur gut gehen. Er hat uns extra ein Video geschickt, wie er gestern beim Friseur war. Wirklich? Ja. Und was haben wir gesagt? Geil wäre es, wenn der Erwin uns das Trikot schenken würde. Ja, es wäre nur cool, es wäre nur sympathisch. Cool. Also man merkt jetzt schon, Juve steht sau hoch. Erwin ist übrigens die Nummer 4. Spielt zentrales Mittelfeld, also 6er. Ja. So, kleiner Location-Wechsel, wir mussten uns gerne raufsetzen. Wir müssen jetzt ein bisschen leiser sein, weil sonst ist es ein bisschen unangenehm. Versteht uns eh keiner da. Stimmt. Schaut der Raum, Erwin. Er war der größte Peach-Coach auf der Hüß. Aber er dreht sich super hoch. Schade, wow, Junge. Erste gute Chance. Wie hat der Tormann den noch gehalten? Ja. Also ich dachte ehrlich gesagt, er schießt ihn zuerst ins Lange. Ja. So, aber dann. Aber ich sag's echt, bei dem Boden nur flach schießen. Nur flach. Bravo, bravo! Oh! Also wenn Erwin jetzt diesen Assist gemacht hätte, das wäre der Tag für ihn, glaube ich. Allgemein, erster Kontakt von Erwin war super überragend und danach nochmal besser. Boah. Boah. Absolut verdient, muss man sagen. Erwin, du bist der Beste. Da gehen schon die Ersten. Wir haben vorhin gesehen, Paul Nedved ist einfach hier. Heißt nicht also, Paul? Oder? Weißt du, Paul? Ich weiß nicht. Nedved ist auf einmal hier, er ist rechts. Also ich riech sein Haarparfum bis hier. Den Blonden da hinten. Den rausmachst du. Oh, nein. Oh, oh.
Wow, Haken rein, Gleichschuss, also mega Aktion gerade. Aber erst die erste Aktion war das von Milan. Ja, das stimmt. Also jetzt Eckball, mal schauen, ob wir halt einfach so auch ein Spiel drehen können. Das ist ja auch oft. Bravo! Hat er den Fuß gehalten? Ja. Also wir haben es richtig verschrien, wir sagen so, Milan hatte keine Chance, aber jetzt zwei Orgel Chancen. Aber der Tormann, Morgen im Tormann, Juve. Wow. Unglaublich, wow. Unglaublich. Ja, ja, ja! Ja. Oh. Vamos, 2-0. Das ist das Gespür. Ich sag ja, Juve gewinnt. Ja. Oh. Wieder der Abschluss, leider. Aber sonst gemacht. Ein bisschen hat einen Flair von Ribéry gehabt. In seiner besten Zeit. Ja, stimmt. Die Aktion schon, ja. Stimmt. Cooler Vergleich, Olli. Ich habe gerade gefragt, welche Trikotnummer so eure Lieblingsnummer ist. Meine war immer die 3. Oh, 3 hatte ich auch früher. Aber so jetzt mal. Wirklich, was ich cool finde, ist so 98 sowas. Also eine hohe Zahl? Ja, sowas. Okay. Cool. Oder 20 habe ich auch immer gehabt. Bei mir war es cool. Bei mir war es immer die 5 und die 13. Was? Kann man da pfeifen? Junge! Ganz ehrlich. Das war wirklich. Wow! Bodenlos! Ja, okay. Halbzeit 2-0 für Juventus. Verdient, muss man sagen. Verdient? Ganz klar verdient. Also, es könnte sogar 3-0 genau. stehen. Gutes Spiel, also solides Spiel von Erwin gerade. Ja. Auffälliges Spiel ist die Nummer 7, links Flügel und der Tormann. Und ja. Na gut. Deswegen, ja. Wir sehen uns bei der zweiten Halbzeit. Oh mein Gott. Erwin ist kaputt. Erwin macht. Also Flanke oder Schuss, was sagt ihr? Schuss, der muss schießen. Ja, Schuss. Schuss. Also, ihr kennt Erwin seine Schusstechnik aus dem ersten Video damals in Ried. Kranke Schusstechnik. Jetzt bin ich gespannt. Mann, das genau auf den. Boah, schwer von da schon. Alles gut. Alles gut. Gut. Nee. Wow. Bravo, bravo. Oh. Bravo. Nein. Super, also hat mich überrascht, dass die Nummer 17 ja, nochmal super. Stark auch erster Kontakt vom der eingewechselt. Ja. Der auch der Laufweg. Antonio. Ja. Antonio. Ja. Ich bin mit meiner Wette dabei richtig, ich habe 3-0 getippt. Ein Tor und ich bin raus. Bin Wettkönig. Ja. Ich bin raus. Also nee. Es geht nur noch mehr zwischen. Entweder es wird ein 4-0 oder was war's? Also der Tormann von Juventus ist so, so schnell für diese Größe. Wow, abnormal. Aber es war, ja, ein Fehler halt. Olli? Neuer Tippmeister. GG. 3-1. Oh. 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 Wow. 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 Weltklasse. 3, 2, nein. 4-1. 4-1, Olli. Damit bist du auch ausgeschieden.
Epa! Ein Macher bist du! Maestro! Gratuliere, Bruder! Ja, geht's, Jungs! Super, geht's, Bruder! Alles gut! Alles gut! Super, ciao, Bruder! Ciao. Gratuliere! Ja, hast du hart, du hast zu legen! Ja, Chat, das sind deine Fehler! Weil wir haben eigentlich selber den Gegner dann stark gemacht, so richtig! Ja, aber sonst! Vor allem im Tor dann aber! Ja, voll! Warte! Okay. Wir sehen uns gleich! Ja, alles gut, ganz schön schlecht! Wow, ich wasche meine Hände Jungs, wieder. Jungs, ja? Kurzes Feedback. Foto mit Nedved gecheckt. Pavel Nedved. Also ich hab davor Paul gesagt, er ist Pavel Nedved. Pavel. Eine Legende, es gibt ihn in FIFA. Ja, ist einfach krass. Cool. Haben wir noch gerade erwischt. Also Oli hat, was hast du gesagt? Mr. Nedved. Mr. Nedved, do you mind taking a picture? Aber er war nett. Bevor wir Nedved gesehen haben, Oli hat ihn ja gefragt nach einem Bild. Dieser Blick auf unsere Jacke, so, man hat gesehen, es ist etwas neidisch. Zeig uns mal wirklich Vollkörper. Ja. Schaut an. Also besseres Outfit geht nicht. Und ja, ihr habt's gesehen, Erwin, solide, also sehr gut gespielt. Mann, was willst du bei 4-1? Er hat wirklich, ich hab's mir eh so erwartet von Erwin, er ist so richtig der Aufräumer, wirklich der Papa der Mannschaft, kann man sagen. Ja, ja. Kapitän, der Teamleader. Ja. Also jetzt kein auffälliger, so was jetzt beim Spielerischen angeht, immer solide, alles was man verlangt, hat er gemacht. Voll. Aber es macht, man hat auch gemerkt, der Trainer hat auch oft Bravo Erwin gesagt, wo sie jetzt nicht im Ball besitzt. Nee. Einfach die Laufwege hat er von AC Milan irgendwie. Ja, das ist halt auch wichtig, so überhaupt als Sechser die Raumabdeckung, was du halt machen musst. Voll, jetzt kommt der Brasco aus uns raus. Du läufst halt nur. Mählich. Brohaska. Du läufst halt fast nur leere Strecken als Sechser. Voll, voll. Das ist halt das. Und auch ein paar Mal, was die auch die Mannschaft in den Boden gebracht hat. Und deshalb sagt man, es muss gehen wie AC Harmonika. Es ist einmalig, es ist wirklich eine einmalige Chance. Einmalig so. Vielleicht sehen wir, das nächste Mal können wir Erwin sehen, wie im Nationalteam spielen bei der EM. Europameisterschaft. Ja. Also wenn ihr das sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Voll. Und schreibt auch gerne, wie ihr Erwin fandet, wie ihr allgemein das Spiel fandet. Leute, gebt den Daumen, ein Video nach oben. Mann, was filmen wir da eigentlich die ganze Zeit? Ja, das können wir so als random Vlog hochladen mal. Nicht der Pessner, alle muss ich nessen, in New York! Hey!